Willkommen zurück zu Let's Play Dead Synchronicity. Die Synchronität mit dem Tod oder wie auch immer man es nennen will. Ja, wir sind jetzt hier und haben den Auftrag, das Heilmittel zu besorgen. Wollen wir mal schauen, ob wir da helfen können. Warte mal. Bevor ich gehe, sollte ich alles Wichtige, was ich herausfinde, in dieses Notizbuch schreiben. Das könnte hilfreich werden. Wie Rod gesagt hat, bin ich einer der Gelöschten, die die große Welle hinterlassen hat. Okay, also ich schnappe mir das Notizbuch. Rod hat mir versprochen, bei der Wiedergabe der Vergangenheit zu helfen, im Austausch gegen das Medikament. Okay. Dann, ich glaube, alles andere haben wir hier erledigt. Gehen wir mal runter in das nächste Gebiet. Oh ja. Wir sind hier wirklich in so einem. Oh. Verdammt, nicht schon wieder. Als würde ich in einer schweren Flüssigkeit schweben, während sich alles um mich herum verändert. Oh Gott, ich glaube, ich verliere den Verstand. Das Gefühl habe ich inzwischen auch. Schon auf den ersten Blick kann man sehen, wie absolut gottverlassen diese armen Menschen sind. In diesem Lager eingesperrt, gegen ihren Willen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Es geht hier in das nächste Gebiet. Ah, hallo. Fragen wir doch mal die Pokerspieler, was sie zu Na, sagen. gutes Blatt? Nicht schlecht. Aber du weißt ja, was sie sagen. Das Wichtige ist nicht das Blatt, sondern zu wissen, wie man die Karten richtig spielt. Wenn du wegen dem Mädchen hier bist, dann zeig uns besser etwas Geld. Wenn nicht, dann stör uns nicht weiter. Hallo, Herr Schlafmütze. Entschuldigung, wie hast du mich genannt? Du bist Herr Schlafmütze. Ich habe gesehen, wie du im Wohnwagen von Colin geschlafen hast. Ich bin so froh, dass du jetzt wach bist. Herr Schlafmütze. Nein, so heiße ich nicht. Ich bin Herr Michael. Schlafmütze? Nein, so heiße ich doch gar nicht. Ich bin Michael. Nein, du willst mich nur reinlegen. Du bist Herr Schlafmütze. Mein Name ist Rose. Das Verhalten dieses Mädchens ist seltsam. Sie ist zwar ziemlich jung, aber sie redet wie ein ganz kleines Mädchen. Schön, dich kennenzulernen, Rose. Okay. Ich habe nicht geschlafen. Ich war sehr Ich habe krank. nicht geschlafen. Ich war sehr lange krank in dem Wohnwagen. Nein, du warst nicht krank. Du hast geschlafen. Wie ein großer Stein, Herr Schlafmütze. Manchmal habe ich dir beim Schlafen in Rods Haus zugesehen und du hast im Schlaf gegrunzt wie ein Bär. Ein großer, fauler Bär, Herr Schlafmütze. Aber ich bin froh, dass du jetzt wach bist. Ich mag deine Stimme. Du klingst wie ein Ritter in einem Märchen. Okay, kennst du auch Rod und Kennst du Colin? auch Rod und Colin? Natürlich. Ich gehe oft zu ihrem Haus rüber. Natürlich nur, wenn sie mich aus dem Van lassen. Rod und seine Frau waren sehr nett zu mir. Manchmal lassen sie mich mit Colin spielen. Wir sind sehr gute Freunde. Bist du auch ein Freund von Rod und Colin, Herr Schlafmütze? Ja, ich bin auch mit ihnen befreundet. Willst du, dass ich dir ein Geheimnis verrate, Herr Schlafmütze? Natürlich. Ich habe deine alten Sachen. Die, die du anhattest, als Rod und seine Frau dich gefunden haben. Ich habe sie im Van. Sie wollten sie wegwerfen. Aber dann haben sie mir gegeben, um mein Baby darin einzuwickeln. Ihm wird kalt werden, jetzt wo der Winter kommt. Dein Baby? Du hast ein Baby, Rose? Ja, ich habe ein Baby. Aber er ist jetzt nicht bei mir. Ich habe ihn verloren. Hast du ihn gesehen? Weißt du, wo er ist? Ich habe noch ein anderes Geheimnis für dich, Herr Schlafmütze. Zurück in den Van, Rose. Jetzt! Beweg deinen Arsch! Geh da rein! Noch ein Geheimnis? Moment noch, warte! Geh in den Van, Rose! Es ist ein sehr wichtiges Geheimnis, Herr Schlafmütze. Etwas über dich, etwas von vor der großen Welle. Aber erst muss ich mein Baby finden. Hast du ihn gesehen? Komm schon, Rose, du hast mich gehört. Du willst uns doch nicht wütend machen, oder? Ich muss los. Auf Wiedersehen, Herr Schlafmütze. Armes Mädchen. Sie ist ja total verwirrt. Sie ist nur ein kleines Kind im Körper einer Frau. Und du? Wenn du mit ihr da rein willst, musst du bezahlen, wie alle anderen. Um Gottes Willen.
Da tun sich ja Sachen auf. Hier Münzen, ein paar Münzen klauen. Schläger. Generator. Dieser laute Stromgenerator scheint ziemlich alt und kaputt zu sein, aber er funktioniert. Gehen wir doch mal hin, gucken, was der Generator zu sagen hat. Lass die Finger von dem Ding, Kumpel, wenn du sie behalten willst. Okay, ich wollte ihn nur mal aus der Nähe sehen. Kein Grund, nervös zu werden. Okay. Ein Wassertank. Ein riesiger, verrotteter Tank, um Regenwasser zu sammeln. Alles deutet darauf hin, dass die große Welle das Konzept des fließenden Wassers auf einen Streich ausgelöscht hat. Zumindest auf dieser Seite des Zauns. Mhm. Da darf ich nicht rein, weil die... Ja, ein die dichter Wall aus Schrott, Schutt und verrostetem Eisen umgibt diesen Ort an allen vier Seiten. Er ist mehrere Meter hoch. Ich kann kaum glauben, dass er noch steht. Hm. Das sind die Leute, die Rose bewachen. Sie lassen mich nicht mit ihr reden, wenn ich nicht die entsprechende Gebühr bezahle. Prostitution nannte man das, glaube ich, vor der großen Welle. Ja, das glaube ich auch. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz raus hier. Ich glaube, wir kommen hier gerade nicht weiter. Oh, da vorne. Boah, oder? Bin mir nicht sicher. Gucken wir mal weiter, was hier sind. Zelte, hier oben ist ein Betonhaus, Stacheldrahtzaun, Horizont. Alles schön und gut, aber nicht so, was machen könnten. Ich glaube, da wollen wir eher nicht hin. Gehen wir doch mal hier hin. Gucken, was uns da so erwartet. Wäre auch mal interessant, das zu sehen. Wer bist denn du? Hallo. Hallo, mein Sohn. Möchtest du etwas näher an das Feuer heran? Danke. Das ist ein ziemlich abgelegener Teil des Lagers. Was machst du hier? Nun ja. Ich warte. Das ist alles. Ich warte einfach nur. Du wartest und worauf wartest du? Du wartest. Und worauf genau wartest du? Auf nichts Besonderes. Das Übliche. Darauf, dass das Feuer ausgeht. Den Sonnenaufgang. Darauf, dass es wieder kalt wird. Ich warte darauf, dass sich etwas ändert. Oder dass alles so bleibt, wie es ist. Ich warte einfach nur. Du bist zu jung, um das zu verstehen. Hm, es wird langsam kalt. Wo ist dein Zelt oder dein Wohnwagen? Es wird langsam kalt. Wo ist dein Zelt oder dein Wohnwagen? Ja, ich habe mal ein Zelt aufgestellt. Sie haben mir eins zugeteilt, als ich mich dazu entschlossen habe, nach der großen Welle ins Lager zu ziehen. Einen Wohnwagen hätte ich nicht gekriegt. Die gingen an die Familien mit den besten Beziehungen. Du weißt, wie es ist. Selbst im Fegefeuer sind manche Leute gleicher als der Rest. Ja, da hat er recht. Hm. Wo ist dein Zelt jetzt? Lass uns... Ach, komm. Du hast gesagt, du hättest dich dafür entschieden, in das Lager zu ziehen? Heißt das, die Leute wurden nicht dazu gezwungen? Oh nein, natürlich nicht. Warum hätten sie uns zwingen sollen? Die Katastrophe hatte die Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Wer sein Heim verloren hatte, wurde eingeladen, herzukommen. Im Grunde sollte es nur vorübergehend sein, bis die Regierung die Situation unter Kontrolle hätte und mit dem Wiederaufbau anfangen könnte. Wir hatten hier Essen, Wasser und einen Platz zum Schlafen. Aber jetzt ist es eher ein Lager für Gefangene als für Flüchtlinge. Was ist passiert? Ich bin nicht sicher. Ich denke, etwas ging schief. Und die neuen Häuser, die sie versprochen hatten, wurden nie gebaut. Am Ende hat die Armee die Kontrolle über das Lager an sich gerissen. Das Essen ging zur Neige und das Wasser. Und damit das bisschen Lebensqualität, das wir noch hatten. Und niemand hat sich darum gekümmert, das wiederzurichten. Es war, als hätten unsere Leben einfach keine Bedeutung mehr. Ich verstehe. Mit der Zeit wurde die Lage hier richtig hässlich. Es gab Aufstände, Proteste. Und die Armee entschied sich, das Tor zum Lager zu schließen.
eines Tages hatten sie plötzlich beschlossen, dass niemand mehr kommen und gehen durfte. Naja, in Wahrheit war es noch möglich. Also das Reinkommen. Jetzt werden hier alle hingebracht, die in der Stadt im Weg sind oder bei denen sie nicht wissen, was sie mit ihnen anfangen sollen. Also ist das hier jetzt so etwas wie ein Konzentrationslager? Richtig, mein Sohn. Das ist genau das, was es ist. Es ist bitter. Ich erinnere mich daran, wie mein Vater uns vom Krieg in Europa erzählt hat. Von den Verfolgungen, den Deportationen, den vollgestopften Zügen. Das klang alles wie aus einem Gruselfilm. Aber sieh uns heute an. Ich schätze mal, manche Dinge ändern sich nie. Sie werden nur gerade eben lange genug unsichtbar, dass wir sie vergessen können. Wow. Okay, und wo ist dein Zelt jetzt? Und wo ist dein Zelt jetzt? Es wurde mir vor einer Weile gestohlen. Die erzielen inzwischen einen guten Preis auf dem Schwarzmarkt. Gestohlen? Aber wie könnte jemand... Du scheinst neu im Lager zu sein. Hab ich recht? So etwas passiert heute einfach. Man nimmt die Dinge am besten, wie sie kommen. Die Realität der neuen Welt ist simpel. Die Soldaten und Spitzel tun auf dieser Seite des Zauns, was immer sie wollen. Und der Jäger und seine Leute betreiben den Schwarzmarkt und die ganzen dreckigen Betrügereien. Du solltest dir das alles gut merken. Der Jäger. Ich habe ein paar Worte mit ihm gewechselt, aber ich kenne ihn kaum. Ja, der Mann, der mich während der Schießerei beschützt hat. Er scheint ganz gute Beziehungen und einige Antworten zu haben. Könnte er etwas über das Heilmittel für die Zerflossenen wissen? Weißt du, wo ich ihn finden kann? Du findest ihn in den Baracken hinten. Das ist sein, nennen wir es, Logistikzentrum. Der Jäger ist ein sehr gefährlicher Mann. In seiner Nähe und der seiner Männer solltest du Acht geben. Ich habe seinen Vater kennengelernt, als ich jung war. Er war ein gewalttätiger, heruntergekommener Hurensohn. Von so einem sollte man sich lieber fernhalten. Und ich fürchte, sein Sohn tritt in seine Fußstapfen. Lass uns über etwas anderes reden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist langsam kalt. Sag mal, gibt es einen Weg aus dem Lager rauszukommen? Gibt es einen Weg aus dem Lager rauszukommen? Es tut mir leid, mein Sohn. Der einzige Weg aus dem Lager ist, jemanden Wichtigen zu kennen, der dir einen Gefallen schuldet, oder ein Lagerspitzel zu werden. Diese verräterischen Mistkerle haben Pässe fürs Tor. Ich verstehe. Ich bin nicht überrascht, dass du aus diesem Drecksloch raus willst. Du hast da draußen zweifellos was zu erledigen oder jemanden zu finden. Es heißt, in der Stadt wäre die Lage besser, dass es dort Ordnung gibt und dass die Dinge wieder anfangen zu funktionieren. Aber wer weiß schon, ob da was dran ist. Naja, immerhin haben sie Reverend Blake und den Trost des Suicide Park. Ach du liebe Güte, was zum Teufel ist denn das Suicide Park? Suicide Park? Was ist das? Nichts. Nur ein Lied, das von der anderen Seite des Zauns manchmal ins Flüchtlingslager herüberdringt. Der Text geht ungefähr so. Und die ersten dunklen Sterne erscheinen am Himmel. Wir könnten uns hinsetzen und sie gemeinsam zählen. Du und ich. Wenn die Sonne den Suicide Park verlässt. Ich bin mir sicher, du hast noch Hoffnungen und Träume. Ich fürchte, du bist zu jung, um das zu verstehen. Okay, und wer ist jetzt Reverend Blake? Wer ist Reverend Blake? Er ist ein Prediger, der manchmal aus der Stadt kommt, um uns etwas Trost zu spenden. Einige lachen ihn aus.
Aber manche von uns glauben, er wäre ein Prophet. Du solltest ihn mal reden hören. Seine Worte reichen tief in deine Seele. Deswegen hat er so viele Anhänger im Lager und außerhalb. Wie heftig waren die Auswirkungen der großen Welle? Wie sieht es jenseits der Stadt aus? Um ehrlich zu sein, kann ich dir das nicht sagen. In den ersten Tagen war das Chaos so überwältigend, dass sich niemand Sorgen um etwas anderes als um sich selbst gemacht hat. Wir waren verwirrt, von der Welt abgeschnitten. Dann kam ich in das Lager. Und es dringen keine Nachrichten von der Außenwelt bis in dieses Gefängnis vor. Ich fürchte, du musst hier rauskommen, um diese Frage zu beantworten. Ja, dann sollten wir weitergehen. Ich sollte mich auf den Weg machen. Viel Spaß beim Warten. Och, das klingt zynisch. Das klingt sehr zynisch. Okay, eine Reihe von Fässern. Was gibt's da? Okay, dann mal los. Es ist unmöglich, diese Fässer auch nur ein kleines Stück zu bewegen. Ich weiß nicht, was sie enthalten, aber was auch immer es ist, es wiegt Tonnen. Okay. Okay, dann mal los. Es ist... Okay, er macht hier immer das Gleiche. Jemand hat einen Haufen dieser rostigen Fässer an die Wand gestellt. Sie riechen nach Alkohol und Maschinenöl. Ja. Diese Mischung aus Gerüchen dreht einem den Magen um. Okay, hier sind noch mehr Fässer. Oh Mann. Das helle Licht zeigt, wo der Eingang zum Gebäude ist. Ein paar Insekten flattern darum herum, um am Ende von der Hitze versenkt zu werden und zu Boden zu fallen. Wow, ja. Nachdem wir uns hier der einsame Einwohner so viel erzählt hat, machen wir jetzt aber eine kleine Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Dead Synchronicity. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.